Recht herzlich willkommen zur 88. Folge vom Corbo Space Programm. Ja, was ist geschehen? Wir haben letztes Mal den Rückflug geschafft hierhin, haben nichts mehr unternommen. Wir haben noch Science gesehen, dass wir 130 Punkte haben. Da können wir gerade mal gucken, was wir damit machen. Oder auch nicht. Hier sind wir jetzt mit 45 Punkten dabei. Könnten wir den Horizontalflug in die Richtung bringen? Weiß ich jetzt nicht. Hier gibt's Engines. Da noch weitere, aber so ein kleiner ist das. Hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwie testweise mit einer Sonde unterwegs. Hier noch ein paar Tanks und eine Leitung, die Benzin rüberbringt. Hier ist noch aerodynamische Teile für den Horizontalflug. Da noch weitere Teile dafür wahrscheinlich in der Richtung, oder? Ein Hitzeschild. Ah, Beine, das ist eine Rettungskapsel, ein Fahrerschut, also ein Feldschirm und nochmal Beine, die rollen. Ne, da waren wir auch noch nicht. Hier haben wir einen Stabilizer, Advantage, Landekapsel oder was, Landekern. Das könnte man dann, ja, Minitank für Einheiten, da RCS-Port. Und hier haben wir noch eine Steuerdüse. Ist hier unten Adapter, noch einer, ein Separator und ein Port, einen kleinen Port, der ist cool, könnte man irgendwo andocken, ne? Unten drunter ist nichts, war schon das unterste, oben, ja, das ist das ganze Bild. Was haben wir hier? Noch Stromversorgung, aber das ist ja schon beim 160er Bereich, also brauchen wir da gar nicht weiter gucken, da müssten wir noch Punkte für sammeln. Das wären hier noch, sag schon, Photovoltaik-Elemente, die dann ausklappen können. Und hier auch noch eins. Und das ist ein Kontrollmedium, okay. Irgendwas mit Temperatur. Liquid Cooled Radiator Panels, okay. Sehr interessant. Kurz einmal durchgeblättert. Ein Labor. Da kann man reinkrabbeln, ne? Da noch eine Kapsel oder mehrere Kapseln sind sogar, genau. Das haben wir hier oben, die anderen kümmern wir noch nicht, da müssen wir erst hier weitermachen. Das ist Advanced Grabbing Unit. Da kann man wahrscheinlich dann eine Landeeinheit machen, ne, und keine Ahnung. Und ja, hier sind noch so eine Kappe für Satelliten zu verstecken, damit die aerodynamisch verpackt sind, ne? Nose Shell, das ist eine Hülle. Shell wäre ja Muschel sozusagen, also eine Hülle. Das Konstruktionsteil. Und Separator, da ist ein Docking Port in groß. Da kann man irgendwie von der Seite. Und das ist ein. Das kannst du zwei Raketen runter machen dann, ne? Haben wir hier nicht sowas schon? Dreier, ne? Genau. Okay. Gut. Ja, müssen wir mal überlegen, was wir da machen. Der Dralo wird sich da bestimmt melden und sagen, was wir hier als nächstes machen. Ich glaube, diesen Bereich eher weniger, sondern eher was in den anderen Bereichen. Gut. Science. Wie sieht's da aus hier? Atmosphäre. Druckanalyse vom Launchpad. Das Barometer haben wir nicht auf dem Launchpad gemacht, kann das sein? Moon Midlands, okay. Kerbin geht auch noch was. Near the Mon, okay, das ist erledigt wohl. Ne, Pressure ist es und das ist was anderes dann, oder? Das ist Deutsch. Ja, das ist ein Mischmasch hier, ne? Hm. Okay, das sehen wir jetzt. Weiter. Aufträge mal reingeguckt. Zwei Touristen irgendwo hinbringen. Finde ich jetzt nicht so dolle.
Da können wir wieder jemanden retten, aber diesmal aus dem Kerbin Orbit. Könnte man machen. Da müssten wir eine Landung machen, um Science Data zu holen. Ja, safe. Science Data funktioniert, ja. Zwei Touristen durch die Gegend. Min muss nicht Mun. Da müssen wir einen aus dem Mun-Orbit holen. Aber Kerbin, Testflug mit 2 Sternen, interessant. Und da 4 irgendwo hinbringen. Und da müssen wir einen vom Mun holen. Wäre das denn jetzt eine Option? Dieses und dieses. Da steht nicht, dass es in irgendeiner gewissen Stelle ist, oder? Dann würde ich das annehmen und den auch annehmen. Und dann können wir eine Mondlandung machen und den mitnehmen, oder? Ist noch was für den Mond? Das ist aus dem Orbit holen. Ja, das könnte man machen, ne? Wäre jetzt nicht so schwierig. Haben wir ja gemacht, aber das nochmal direkt im Anschluss oder kriegt man das hin, beide mitzunehmen? Das wäre die Frage. Tja. Den noch dazu? Machen wir mal. Das wird ein Großprojekt zwar sein, aber das machen wir mal, ne? Und ja. So, da waren wir. Spaceplane-Hangar brauchen wir nicht. Astronautenkomplex, da müssten wir jetzt den Jota dabei haben. Hier ist er auch. Der hat auch schon ein Sternchen gehabt. Der hat natürlich wahrscheinlich die meiste Erfahrung Richtung Mund, weil der kommt da ja weg. Da hatten wir geguckt. Ach so, da können wir mal reingucken und diese... Was war das denn nur? Warte, wir können das ja auch anklicken, dann zeigt er uns ja das an, oder? Was ist das jetzt? Warte mal, hier ist es doch. Dralos Escape, das ist doch das Teil, was da durch die Gegend fliegt, ne? Wo wir vielleicht mal gucken sollten, dass wir hier kommen wir in der Nähe, dann sollten wir Eve mal angucken. Ja, aber das dauert wahrscheinlich ewig, das ist ja eine große Bahn dann, ne? Moho, Eve. Können wir da was machen? Das ist die Frage. Wir gehen da mal gerade rein und gucken uns das vor Ort an, oder? So, das war dieser kleine Satellit, ne? Mit dem riesen Tank und dem kleinen Triebwerk. Was ist da sonst noch so dran? Ne? Solar. Ach, hier ist das Thermometer. Kann man aber nichts senden, okay. Keep Data. Gucken wir mal in die Karte rein. Okay. Wer ist da wo? Da ist eine Flug. Ah, das Kerbin, ne, den will ich aber nicht. Ich möchte ja eher Eve haben. Set as Target. Und dann ist jetzt die Frage. Was würde man da machen? Ich würde ja gerne jetzt die Bahn als erstes korrigieren. Auf der gleichen Bahn da wieder da zu sein, aber das wäre jetzt gerade nicht so der Fall. Das ist irgendwo hier hinten gewesen. Und das nächste ist dann da hinten irgendwo. Da wären Manöver, ne?
Was haben wir denn jetzt hier? 2,2. Oh, 2,7, das wäre ja falsch rum, ne? Ach ja, wir sind ja andersrum unterwegs, genau. Eins Komma sechs, eins Komma drei, eins Null, null sieben, null sechs, null fünf ist es immer noch, okay, ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt. 04, 05, okay. Das geht dann nicht besser. Jetzt haben wir so weit verschoben, dass es ganz... Ah, guck mal da, 01, ideal. Kriegen wir das noch ein bisschen besser hin? 02. Oh, das war viel zu viel. So. Warte mal, 01, war es nicht eben positiv 01? Nee, ne? Da wird schlechter. Da ist 00. Ja, das wäre eine Kurskorrektur, die man da machen kann. Aber er ist hier. Und das ist da. Holen wir gerade den Ball hoch und das dauert 141 Tage. Ja, das können wir dann mal etwas später machen, wenn wir eine andere Mission gestartet haben. Ja. Gehen wir hier raus, ne? Ja. Space Center. Und dann haben wir ja die Geschichten mit dem Mond angenommen. Und da müssen wir da eine Rakete bauen, ne? Um da hinzukommen. Wir wollen einen vom Mond runterholen und einen aus dem Orbit rausholen. Dafür brauchen wir jetzt eine Rakete. Open. Und Moon Rescue. Laden wir die mal. Und dann brauchen wir mehr Treibstoff, denke ich mal. Dann können wir diese hier einfach vervierfachen erstmal, oder? Wenn ich den jetzt hier abzuppe. Kriege ich den mit dem Teil jetzt oder ohne? Ich glaube, es ist mit, ne? So. Dann haben wir schon mal mehr Treibstoff. Dann müssen wir zweier mitnehmen. Das bedeutet, hier oben muss noch jemand hin. Der Tiefer. Das Hitzeschild ist da dran. Ne? Und da eine zweite drunter. Passt. Und dann brauchen wir noch definitiv... War das hier? Nee, auch nicht da. Noch einen Radialen. Schieb den mal noch da. Ist der das? Nee. Oh, hier gibt's schon so ganz viele Sachen. Radial Mount Parachute. Aber nicht so oft, ne? Zweimal. Kriegen wir den da dran, ne? Das ist die Frage, ne? Wenn ich den da dran mache, ist die Tür zu, oder? Ja. Das bedeutet, wir müssen das ein bisschen anders umbauen. Warte mal, ich muss da nochmal hin und jetzt mit Plus-Tasten kann man reinzoomen, genau. Das Barometer, ganz einfach in die untere Etage, machen wir aber auch nur noch eins raus. Wenn wir das da hinkriegen, dann müsste es klappen, oder? Warte mal, bis dahin. Das ab und zweimal dran.
glaube, jetzt geht die Tür auf der Seite auf jeden Fall auf, aber da wohl nicht mehr. Ich glaube, wir müssen hier dieses hier wegnehmen. Sieht so aus, als ob das nicht geht. So, das bedeutet, wir machen hier mal einen raus. So. Und nehmen noch einen zweiten dazu. Was war das denn eigentlich? Kannst du mal machen, Parachute. Ist das was anderes gewesen? Warte mal. Der? Ja, das ist was anderes. Gut, aber das sieht gerade doof aus, ne? So sieht's da besser. Mhm. Sitzen die gar nicht gegenüber. So. Und den. Dahin. Den machen wir mal auch tiefer. Gestaltet sich gerade schwierig. Aber ich glaube, der muss noch weiter rüber, ne? Ja. Müsste aber so gehen, oder? Wenn er dann auf und zu geht, dann sind die ziemlich gegenüber. Das ist okay. Das ist okay. Das sollte funktionieren. Ich weiß es nur nicht, ob wir den da... Na, lassen wir drei. Ist alles gut. So, die Kapsel wäre okay. Jetzt ist noch die Frage, ob das mit dem Treibstoff reicht. Da unten. Die Rakete ist tiefer gekommen. Wir müssen noch höher. Schwebt sie jetzt? Glaube ja, ne? Krieg ich das hin? Da verschwindet das. Da. Ich glaube, da steht sie. So. Wir haben sie verstärkt. Wir haben zwei Kapseln. Ist jetzt die Frage, ob das reicht, dass wir hochkommen, ne? Wenn wir jetzt wieder... Hier größer werden noch? Nein, ne? Ich glaube, ich lasse das mal so und der Dralo, der wird mir sagen, ob die Rakete so passend ist. Ob wir damit zum Mond kommen, im Orbit einen rausholen, dann landen können, den zweiten holen und dann wieder zurückschaffen. Vielleicht muss hier nur ein Tank zwischen, könnte ich mir vorstellen. Aber ob das dann reicht, dass wir hochkommen, wir werden sehen. Okay, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss.